Liebe Freunde, ich möchte euch hiermit die Josefsburg vorstellen. Die Josefsburg ist ein Zentrum der Gemeinschaft Emmanuel, das seit 25 Jahren Ausgangspunkt zahlreicher fruchtbarer Aktivitäten ist. Sie beherbergt die Jüngerschaftsschule Rejoice, ehemals ESM, das Eventbüro für alle Veranstaltungen, die wir in Altötting organisieren, und das Sekretariat für die Gemeinschaft Emmanuel in Deutschland und das Europasekretariat der Gemeinschaft. Die Josefsburg ist außerdem im Wesentlichen ein europäisches Haus der Jugend mit zwei Dimensionen. Zum einen ist es ein Haus, das Jugend empfängt. Wir laden ein nach Altötting. Da gibt es die internationalen Großevents wie das Sommerforum oder die Ostertage. Dann gibt es internationale Volontärtage vor Ostern oder im Sommer. Dann gibt es Musik- und Liturgiewochenenden. Dann gibt es internationale Ausbildungswochenenden, Musikausbildung oder Leiterausbildung. Dann gibt es auch gemeinschaftsinterne große Begegnungen, zum Beispiel das große Treffen des deutschsprachigen Raums, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Zudem gibt es auch noch lokale Events. Wir laden ein in die Josefsburg zu Alpha-Kursen oder sonstigen anderen Glaubenskursen, zu Adventsabenden, zu regelmäßigen Gebetsabenden. Oder wir haben mal so eine Sonderveranstaltung wie ein musikalisches Frühshoppen, Jazz-Frühshoppen oder einen Flohmarkt in unserem Garten. Also wir laden ein nach Altötting und in die Josefsburg, aber wir gehen auch raus. Die Jüngerschaftsschule Rejoice, die neben ihrem Bildungsauftrag auch noch die Mission hat, das Evangelium durch Musik zu verkünden, ist mehrmals unterwegs in ganz Europa, eingeladen von Pfarreien, Schulen oder Jugendgruppen. Im Herbst 2022 waren sie zum Beispiel auf Tournee in den Niederlanden, in Deutschland, Österreich unterwegs, aber auch in Ungarn und in Tschechien. Veranstaltet werden Konzerte, Treffen mit Schülern, Gottesdienste, Gebetsabende oder andere Arten, neue Arten von Glaubensverkündigung. Die Josefsburg ist wirklich eine Heimat geworden für viele Jugendliche aus ganz Europa, die immer wieder gerne kommen. Und wenn sie zurückkommen, hört man sie immer wieder sagen, wir fühlen uns hier zu Hause. Die Josefsburg ist unsere zweite Heimat. Diese Jugendlichen bringen andere Jugendliche mit, sei es zu den Ostertagen, zum Sommerforum oder zu den Volontärtagen. So kommen immer wieder neue Jugendliche auch nach Altötting. Jetzt haben wir ein Problem. Wir werden von den Brandschutzbehörden gezwungen, tiefgreifende Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, die sehr kostspielig sind und die innerhalb von 2 Jahren umgesetzt werden müssen. Insgesamt werden uns diese Umbaumaßnahmen rund 650.000 Euro kosten. Im Hauptgebäude muss zum Beispiel eine Treppe über 4 Stockwerke abgerissen werden, um die Geschosse voneinander zu trennen. Wände sind zu versetzen, durchzubrechen oder neu einzuziehen, feuerhemmende Decken und zahlreiche Brandschutztüren müssen eingebaut werden. Blitzschutz und Brandmeldeanlage müssen erweitert werden und im Nebengebäude ist eine Außentreppe als 2. Fluchtweg anzubringen. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen hat uns die Brandschutzbehörde bis Ende 2024 gegeben. Das alles kostet sehr viel Geld. Ein großer Teil fehlt leider noch. Wir bitten euch einerseits um euer Gebet, andererseits um eure Mitarbeit in 3 konkreten Zeiträumen. Zur Mithilfe gibt es einen Link mit Zugang zu weiteren Infos unten in der Videobeschreibung. Aber wir bitten euch auch um Spenden. Es gibt eine Liste mit konkreten Dingen wie Brandschutztüren, Brandmeldern, für die ihr konkret spenden könnt. Diese Liste findet ihr auch über den Link unten in der Videobeschreibung. Helfen wir zusammen, den Betrieb der Josefsburg sicherzustellen. Wie gesagt, Josefsburg war und ist heute noch Heimat für so viele junge Menschen aus der ganzen Welt, die durch das, was sie in Altötting lernen und erfahren durften, heute der Gesellschaft und der Kirche sehr viel geben können. Egal ob als Geweihte oder als Laien, sie tragen bei zum Wiederaufbau einer christlichen Gesellschaft in Europa und in der ganzen Welt. Helfen wir zusammen, dass die Josefsburg weiterhin für viele Menschen zu einem Gnadenort, zu einer Glaubenserfahrung, zu einem Ort der Glaubensbildung und der Begegnung werden kann. Ich danke Ihnen.